Willkommen zurück. Wir haben jetzt nicht wirklich eine neue Quest bekommen. Jetzt mal gucken. Gibt es hier noch einen anderen? Nee. So, dann gucken wir mal. So. Ich muss einmal komplett außen rum reisen. Ich probier das jetzt einfach mal. Ich könnte ja vorher mal noch abspeichern. Und dass da irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob wir angegriffen werden auf dem Chocobo. Habe ich jetzt gespeichert? Wir müssen jetzt einfach hier der Küste entlang, ne? Einfach einmal außen rum, hieß es. Ah, das hier kann nicht alles sein. Das ist ja echt nicht so viel. Anscheinend werden wir nicht angegriffen. Ist ja lustig. Das heißt, Chocobo holen und dann werde ich hier immer. Sind wir schon fast außen rum, oder? Ja, coole Sache. Sind wir zu schnell für die Gegner, oder was? Hui! Hui! Chocobos sind schon süß. Ja, oh, falsche Richtung, Sackgasse. Da sind wir wieder. So, jetzt holen wir uns unseren Preis ab. War das hier? Naja, das war noch eine Stufe höher. Nee, bei dem. Das war Chocobotastisch. Ihr habt das geschafft. Das habt ihr gut gemacht. Hier ist euer Preis. Wichtelbrot. Okay, das war's schon, oder was? Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich hin muss. Die haben ja gesagt, irgendwo muss hier ein Turm sein. Ups, das wollte ich nicht. Und noch gucken auf der Karte. Ja gut, da gibt es ja eigentlich nur noch zurück in die Wüste und dann nach Norden. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ansonsten müssen wir mit dem Schiff da hochfahren. Ich sehe keinen anderen Weg mehr. Hier in diesem Startgebiet. Keine Ahnung, ob das Startgebiet ist. Oh, das müsste ich echt nochmal kämpfen. Ja, die kennen wir ja schon. Obwohl, den Echsenmenschen noch nicht. Aber ist mir egal. Ich hau die jetzt einfach weg. Der geht wieder auf den Echsenmenschen, ne? Blitzdra. Oh, nee. Ach, geht auf beide, okay. Kann er öfters machen. Na, so ist echt nett. So, da holen wir uns mal so ein Teil. Da müssen wir ja nicht kämpfen. Hier ging es nicht mehr weiter, ne? Naja, das war der Weg außenrum. So, jetzt gucken wir mal, was das hier bringt. Was das hier ist, weiß ich auch noch nicht. Kann ich auch nichts machen damit. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Ach, der kann hier drüber laufen. Das ist ja süß. Hier kommt er nicht weiter. Oh, da ist eine Höhle. Aber da komme ich nicht hin. Ich muss wahrscheinlich anscheinend wirklich mit dem Schiff fahren. Die kommt da auch nicht hoch. Ja, dann mit dem Schiff darüber. Obwohl, wir könnten eigentlich nochmal. Könnten nochmal hier reingehen. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Geht weg. Ich habe nichts, was euch gefallen würde. Ja. Nee, ich war doch jetzt bei den Ältesten. Das, vielleicht hilft das ja was. Keine Ahnung. Hier, der Mann mit der Mama mal noch erzählen. Mein armer Mann. Ich hoffe, dass ihm nichts getan hat. Lass mich doch mal durch. Ja,
anscheinend bringt es nichts, wenn die schon immer noch so ängstlich ist und denkt, So. Dann geht's natürlich immer hier hoch. Kann ja nur noch hier sein. Sonst habe ich ja alles abgegrast, glaube ich, oder? So, kurz speichern. Oh, wird gleich mal gekämpft. Die haben mich erwartet. Okay, wenn die nicht stärker geworden sind, einfach drauf. Vier Hits. Guter Echsenmensch. Im Moment läuft es noch ganz gut. Ja, immer noch Kontaktlinsen. Deswegen blinzle ich ab und zu mal so ein bisschen. Hier ist auch eine Burg. Oh oh. Ich gehe nochmal kurz raus, abspeichern. Geht ja fix hier. Da ist es doch. Schloss Argus. Und rein. Erstmal umgucken. Hier scheint nichts zu sein. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Was gibt's hier? Ein Blumentöpfchen. Ein Waffenständer. Aha. Eine Tafelrunde. Okay. Na, hier ist auch nix. Ah, wir haben alle noch Full HP, oder was? Nö. Warum stellt das jetzt nichts nicht wieder her? Naja, dann mal weiter hier hin. Okay, und nu? Und nu? Wo geht's weiter? War's jetzt schon, oder was? Das sind aber niedrige Stühle hier. Ja, hier ist nichts mehr. Hier war auch nichts. Toll. Hier noch weiter hoch oder was? Gurken hier. Immer auf die Heiler. Immer auf die Heiler. Kann gar kein Vita, ne? Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? So, weil es ein Maismagier ist. Weißmagier. Ja gut, hoffen wir einfach mal, dass der mich jetzt nicht kaputt macht, sondern ich ihn vorher kaputt mache. Ansonsten müsste halt eine Phoenixfeder dran glauben. Ne, hab ihn geschafft. Gut. Jetzt kann der Gorbi den nämlich heilen. So, Magie, Gorbi, Vita. Ups, ach fuck, verdrückt. So.
So, und dann geht's weiter nach oben. Hier muss ja noch irgendwas sein jetzt. Nee? Hä? Oder doch? Ah! Der Turm! Turm des Owen! Das sieht doch nach Kampf aus hier. Ja, Streifenhörnchen. Lila Streifenhörnchen. So, hauen wir erstmal drauf. Mal gucken, was passiert. Eistra. War wahrscheinlich aber auch direkt der stärkste Angriff von denen. Meine Fresse. Hier könnte man nochmal so ein Ding nehmen. Zeigt eine detaillierte Karte, oder? Wie viel haben wir denn von denen? Hä, so eins habe ich doch gehabt, oder? Wichtiges. So, Potion. Der Gorbi. Hier eine. Hier eine. Und der eine. So. Kampf. Oh, Stachelratten. Ekeligel, auch nicht schlechter als Stachelratten. Gucken, was die können. Komm, Blitzdra. Ah. Und nochmal 80 drauf und weg ist er. Yes. 66 drauf. 66. Ja, trotzdem wieder Zeit für Potions, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Mini-Kobolde. Komm. Feuer. Bams. Und nochmal ein Feuer auf den hier. Blitzdra, komm. Ah, mach mir nochmal einen Angriff. Und weg. Yes. Jawohl. Ohne Schaden zu nehmen. Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Was ist hier los? Eine Runde schwimmen gefällig? Wir können doch gar nicht so tief tauchen. Aber wenn wir Frösche wären... Frösche, ich hasse Frösche. Die sind so glitschig. Ich will kein Frosch sein. Kann ich irgendjemanden in Frosch verwandeln? Hebt Gift auf. Nee, also der kann es mal nicht. Ich kann wieder Wicht auf Malle machen. Das sind wir aber keine Frösche.
Wie soll ich denn jetzt Frösche werden? Na, müssen wir wohl irgendwas suchen. Oh, ein Hinterhalt. Oh. Oh je. Das heißt, die schläft, oder? Da kann ich wohl nichts machen. Und trifft trotzdem. Anscheinend nur verwirrt oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh Jesus. So, Risiko. Ah, okay. Und Tuck. Jawohl. So, jetzt muss ich aber erstmal hier. Stumm ist das wahrscheinlich. Ach, das ist eine durchgestrichene Sprechblase. Echokraut. Nein, ich will das mit Magie heilen. So. Das bringt also nichts. Wann bin ich hier reingegangen nach rechts? Jetzt gehen wir mal geradeaus weiter. Muss ja irgendwo geben. Die haben so böse Aua gemacht vorhin, ne? Komm mal endlich ein Blitz dran. Na, Eistra. 179. Oh Mann. Und wieder eine Phönixfeder weg. Goldnadel erhalten. Aha. Was macht die Goldnadel? So, jetzt aber erstmal den Wiederbeleben. Wiederbeleben. So, und dann Magie. Gorbulus. Vita auf Gorbulus. Ja, das reicht. So, und jetzt gucken wir mal Items. Goldnadel. Hebt Steine auf, okay. Na. Ah. Oh, wieder so zwei. Wenn er das wieder macht, bin ich ziemlich auf den Keks. Okay. 60 oder so macht das, ne? Boah. Na. Oh, oh, tot. Die sind schon heftig hier, die Jungs. So, jetzt helf mir mal, Junge. Oh. Boah. Komm, schaffe ich noch. Alles stumm. Boah, danke. Jetzt aber weg. Yes. Boah, jetzt alle wieder hochpäppeln. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo ich das bekomme, ne? Wo ich dieses Froschen bekomme.
So, schön stehen bleiben, nicht bewegen. Items. Phönixfeder haben wir ja noch. Ein paar. Gut. Und jetzt darf der Gorbi ran. Yves hatte doch auch sowas, ne? So, erstmal das hier ablegen. Das kann er ablegen und das kann er ablegen. Wo ist die Yves hier? Lernen. Lernen. Ich hätte jetzt Vitra schon gelernt, okay. Magie Gorbi, das hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und jetzt ist er leer. Oh, das wird verdammt eng alles. Naja, ist auch der erste Enddungeon sozusagen. Ja, hier geht's wieder raus. Ja gut, dann mache ich hier einen Break. Dann muss ich wahrscheinlich doch nochmal zurück in diese Stadt der Ältesten und dort diesen Froschzauber lernen, weil hier gab es da nichts. Speichern. Ja. Ist ja gar nicht so einfach, das Spiel. Habe ich mir anders vorgestellt. Gut. Ich gehe mal... Da müsst ihr ja nicht zuschauen, wie ich jetzt hier wieder komplett zurücklaufe und wieder hinlaufe. Ich gehe mal gucken, ob man dort den Zauber bekommt. Ansonsten muss ich nochmal da rein und gucken, wie das funktioniert. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.